Ja, in diesem Lied war das so schön gesagt eigentlich. Danke oder gepriesen sei Jesus, gepriesen sei Gott für alles, was er getan hat, besonders aber für seine Liebe und besonders für das, was er für uns getan hat. Denn durch seine Liebe ist er ans Kreuz gegangen und hat sein Leben gelassen, hat sein Blut vergossen für uns, für eigentlich jeden, der heute hier ist. Damit überhaupt sind wir hier, nur weil er ans Kreuz gegangen ist. Aber er ist auferstanden, er ist heute hier dabei und das ist wunderbar. Und wie wir letzte Woche schon Pfingsten gefeiert haben und das ist so die Geburtsstunde der Gemeinde, das ist einfach diese Ausgießung des Heiligen Geistes, der heute hier ist, der heute zu uns redet und einfach ein wunderbares, unbeschreibliches Werk tut. Und ich fand es heute Morgen interessant, als wir vorhin das Lied gesungen haben, was wir doch selten singen, ja, vom Heiligen Geist, und plötzlich war da hier eine Taube am Fenster, vielleicht manche haben es gesehen. Ich habe gedacht, okay, das war so wie der Heilige Geist kam ja auch als Taube so auf Jesus, als er getauft wurde und hier wollte eine Taube zu uns rein. Sie war nicht ganz weiß, aber ich fand, das war einfach so ein schönes Bild. Und so in diesem Sinne möchte ich einfach uns nochmal und nochmal begrüßen und uns einstimmen auf diesen schönen Sonntag, den wir heute erleben können. Wir sind heute hier oder zu Hause am Telefon oder am, weiß nicht, Bildschirm, Tablet, um diese Zeit Gott zu widmen, um mehr von ihm zu lernen, um Lieder zu singen, aber um wirklich uns ganz zu vertiefen, alles wegzulegen, alle Gedanken, die jetzt irgendwie Sorgen behaftet sind. Jetzt ist der Platz wirklich 100% der Bandbreite, alles auf Jesus und was uns der Heilige Geist heute sagen will. Vielleicht eine Frage zu Beginn. Jetzt Pfingsten ist vorbei. Es gab ganz viele Großveranstaltungen, waren immer noch abgesagt. Wir sind jetzt heute auch in diesem so teils Betrieb. Ja? Also manche sind hier in großem Abstand. Das ist schön. Schön, euch hier zu sehen. Einige sehe ich jetzt nicht, weil die sind jetzt irgendwie verfolgen es über diese digitalen Möglichkeiten. Aber so war es auch mit Pfingsten. Diese Pfingstkonferenzen waren nicht möglich, so in live, diese zum Teil Großveranstaltungen. Es wurde aber sehr viel übertragen. Und eine Frage an euch, was hat Pfingsten, wie habt ihr Pfingsten erlebt? Denkt einfach darüber nach, so, was habt ihr angehört? Es war vielleicht mehr Zeit. Es war für uns irgendwie auch anders. Normalerweise fahren wir da irgendwie als Familie oder mit einigen so zur Pfingstkonferenz und dann ist man so die ganzen 2-3 Tage wirklich so mit viel Wort, Predigten, Liedern und so. Eine ganz besondere Atmosphäre. Diesmal war das irgendwie doch anders, ja. Und trotzdem, man hat irgendwie das Handy dabei, man kann irgendwie YouTube anmachen und in deinen Livestream hören. Wie war das für euch? Habt ihr auch, was hat zu euch gesprochen und wie habt ihr das erlebt? Nur so als Frage zum Nachdenken. Ich denke, es lohnt sich wirklich, diese Zeit. Es ist eine besondere Zeit, vielleicht wirklich so eine Zeit, die auf das Ende der Welt hinweist, aber eine Zeit, wo wir die meisten oder viele Menschen haben irgendwie mehr Zeit. Was macht ihr mit dieser Zeit? Manche Eltern sind mehr mit den Kindern zu Hause, mit Schule und jetzt natürlich Ferien. Haben wir mehr Zeit für Andachten? Haben wir mehr Zeit, um uns und die Kinder darauf vorzubereiten, dass es Ende der Welt vor der Tür steht? Wir sind dann irgendwie 5 vor 12, vielleicht sogar schon 3 vor 12. Was machen wir mit dieser Zeit? Jetzt waren wir nicht irgendwo, hatten nicht viele Versammlungen, waren vielleicht nicht unterwegs. Wie haben wir diese Zeit genutzt? Und ich glaube, das ist schon so etwas, auch eine gewisse Verantwortung. Wir müssen uns mehr irgendwie organisieren. Wir haben viel mehr Möglichkeiten. Gemeinden, wir haben früher auch keine Videoübertragung gemacht, machen wir heute. Und so machen es viele Gemeinden. Man kann plötzlich überall auf der Welt sozusagen zuhören. Bei der Pfingstkonferenz, die eigentlich in Herford stattfindet,
war heute jetzt am letztes Wochenende gab es Beiträge aus Bolivien direkt. Also das heißt, die Leute sind da nicht gekommen, die geplant hätten zu kommen, aber die haben den Livestream von einem ganz anderen Teil der Welt gemacht und so aus verschiedenen Gemeinden, so haben sie mir gemeinsam dazu beigetragen. Und ich fand einige Botschaften wirklich sehr erbaulich und sehr ermutigend. Es war doch so, wenn wir die Zeit nicht nutzen mit Gottes Wort, gerade an Pfingsten, ich glaube, das ist auch irgendwo eine verlorene Zeit. Da möchte ich einfach ermutigen, hört nach, also nutzt die Zeit, wenn man vielleicht auch mehr Zeit zu Hause hat, Ferien, Homeoffice, wie auch immer, Kurzarbeit, Rente, wo wir auch gerade sind. Wir haben diese Zeit, in unserer Verantwortung steht es, um das zu nutzen, um Gott näher zu kommen. Und um schon auf die Predigt hinzuleiten, möchte ich einfach direkt die Bibelstellen auch vorlesen. Diesen Kontext aus Philipper 3. Philipper 3 ab Vers 7 möchte ich einfach jetzt ein paar Verse lesen. Ich lese in der Hoffnung für alle Übersetzung und ihr werdet sie in der Luther-Übersetzung sehen. Ich finde beide, oder ich finde alle Übersetzungen einfach wunderbar. Aber ich lese hier die, weil sie irgendwie meine Gedanken da irgendwie besser ausdrückt. Philipper 3. Ab Vers 7. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ich will ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von Toten auferstehen. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt, ich schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Soweit das Schriftwort. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, danke, dass wir uns hier versammeln können und dich anbeten können und dass wir hier in deinem Namen sein können. Herr Jesus, danke, dass du unter uns sein willst und dass du ein wunderbares Werk getan hast, dass du dein Leben, das dir nicht so schade war, dein Thron war dir nicht so schade, ihn zu verlassen, hier auf der Erde zu leben. Alles mitzuerleben, was wir auch erleben können, Hitze, Kälte, Durst, Hunger. Und dann bist du ans Kreuz gegangen, du hast dein Leben geopfert, dein Blut vergossen, um uns reinzuwaschen von Sünden, um uns ein neues Leben zu schenken, damit wir heute hier stehen können, zu dir kommen dürfen. Heiliger Geist, du das alles wirkst. Segen diese Stunde, segen dein Wort, was gesprochen wird. Sprich du zu uns und verändere unsere Herzen. Lass uns dir näher kommen und dein Name sei gelobt und gepriesen, großer Gott. Wir loben und preisen dich. Amen. Wir setzen uns.